Als wir heute Morgen im Auto hierher fuhren, fragte mich meine Frau, worüber ich predigen werde. Ich sagte ihr, welches Thema ich geplant hatte. Doch als ich vorhin hier auf der Bühne stand und wir Gott anbeteten, spürte ich, wie der Herr mein Thema änderte. Er gab mir eine Offenbarung und ich habe den Eindruck, dass ich heute Morgen darüber sprechen soll. Zugegebenermaßen etwas widerstrebend, weil es ein sehr schwieriges Thema ist. Wer keine grundlegenden Kenntnisse über die Stiftshütte des Mose hat, wird sich sehr schwer tun, von dieser Botschaft zu profitieren. Aber ich möchte gehorsam sein, weil ich glaube, dass der Herr mir dieses Thema für heute aufs Herz gelegt hat. Es passt ja auch zu dem, was ich jeweils in den nächsten Veranstaltungen lehren werde. Ja, ich kann sogar auf mein Skript zurückgreifen, weil ich auf einer Seite eine sehr einfache schematische Zeichnung der Stiftshütte habe. Ich glaube, der Herr gab mir auch den Titel für diese Botschaft, nämlich Vorbereitung auf das Lob Gottes. Charismatiker neigen zu der Anschauung, wenn man etwas von Gott wolle, brauche man nur auf einen Knopf zu drücken und schon geschieht etwas. Wenn du möchtest, dass Gott wirkt, dann brauchst du ihn nur zu preisen. Es ist viel Wahres daran, wenn man die Dinge so sieht. Wie Bruder Chapman sagte, wenn du dem Herrn dienst, wird er ausnahmslos auch dir dienen. Und eine der zentralen Möglichkeiten, dem Herrn zu dienen, sind Lobpreis und Anbetung. Doch Gott schien mich heute Morgen darauf hinzuweisen, dass Lobpreis einer Vorbereitung bedarf. Ich möchte noch etwas sagen, das einerseits nicht hierher passt und andererseits doch. Ich möchte dich fragen, verhältst du dich anders als sonst, wenn du in die Gemeinde gehst? Ändert sich dein Tonfall? Nimmt dein Gesicht einen ganz bestimmten, strengen, frommen Ausdruck an? Das sollte nicht sein. Du solltest in der Gemeinde genauso natürlich sein wie in der Welt. Wenn du dich ändern musst, sobald du in der Gemeinde bist, dann stimmt entweder etwas nicht mit dir in der Gemeinde oder mit dir außerhalb der Gemeinde. Ihr werdet feststellen, dass die allermeisten religiösen Menschen zweifellos religiöse Verhaltensweisen annehmen, sobald sie in der Gemeinde sind. Bei Predigern ändert sich der Ton ihrer Stimme und viele Menschen nehmen, wenn sie beten, einen frommen Gebetstonfall an. Ich möchte auch in Bezug auf Kindererziehung auf eine solche Diskrepanz hinweisen. Wenn du deine Kinder außerhalb der Gemeinde nicht bändigen kannst, wirst du sie auch in der Gemeinde nicht bändigen können. Das ist nichts, was man einfach so am Sonntagmorgen für 1,5 Stunden einschaltet und dann für den Rest der Woche wieder ausschaltet. Soll ich euch was zur Kindererziehung sagen? Kindererziehung ist ein 24-Stunden-Job. Eltern können es sich keinen Augenblick leisten, das Verhalten ihrer Kinder zu ignorieren. Man muss stets ein Auge auf die Kinder haben. Nicht in dem Sinne, dass man ihnen sich ständig an die Fersen heftet und sagt, tu dies nicht und tu jenes nicht. Nein, es gibt weitaus feinsinnigere und effektivere Methoden, um Kinder in den Griff zu bekommen. Doch wenn du nur in der Gemeinde versuchst, deine Kinder zu bändigen, wirst du scheitern. Was ich heute Morgen sagen möchte, bezieht sich auf die Stiftshütte. Einige von euch wissen vielleicht gar nicht, dass es so etwas wie eine Stiftshütte überhaupt gibt. Und selbst wenn, dann wisst ihr vielleicht nichts über ihre Maße, ihre Form, ihre Einrichtung und dergleichen. Es tut mir leid, ihr müsst heute Morgen leider mit diesem Nachteil leben und mit einem gewissen Handicap in diese Predigt gehen. Viele Prediger, darunter auch ich, predigen darüber, dass Gott die Israeliten aus Ägypten herausführte, um sie nach Kanaan zu bringen. Er brachte sie heraus, damit er sie hineinbrächte. Ich habe schon mehrmals über dieses Thema gepredigt und auch andere Prediger darüber sprechen hören. Es stimmt ja auch. Doch auch in diesem Punkt schien mich der Herr heute Morgen zu korrigieren, indem er sagte, dies sei nicht sein oberstes Ziel gewesen. Ich möchte sagen, dass Israel Gottes Absicht fast komplett verfehlte und meiner Auffassung nach vermutlich auch die meisten Christen unserer Zeit Gottes Absicht verfehlen. Als Gott in 2. Mose 19 den Israeliten zum ersten Mal auf dem Berg Sinai erschien und bereit war, ihnen den Bund des Gesetzes zu geben und die Steintafeln und den Plan der Stiftshütte, sagte er, ihr habt gesehen,
was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Das ist das oberste Ziel. Das verheißene Land ist sekundär. Wenn ich die Geschichte Israels lese, scheint mir, sie haben sich mehr mit dem verheißenen Land beschäftigt als mit dem Herrn selbst, und ich denke, zahllose Charismatiker sind nicht anders. Sie möchten in das hinein, was Gott tut. Doch Gott sagt vor allem anderen, ich habe euch zu mir gebracht. Ich halte es für eine der unbemerkten Tragödien der Bibel, dass die Israeliten die Tatsache fast völlig ignorierten, dass Gott sie in allererster Linie aus Ägypten herausholte, um sie zu sich selbst zu bringen. In allem, was Gott an dir tut, ist es sein oberstes Ziel, dich zu ihm zu bringen. Nicht zu seinen Segnungen, nicht zu Heilung, nicht zum Sieg, nicht in eine übergeistliche Haltung, sondern zu ihm selbst. Wenn du daran vorbeigehst, erkennst du eigentlich die Absicht Gottes für dein Leben nicht. Dann sagte Gott, er habe sie herausgeführt, um unter ihnen zu wohnen. Auch das ist wichtiger als das Betreten des verheißenen Landes. Es war Gottes oberste Absicht, unter seinem Volk zu wohnen, sich ein Volk zu bereiten, unter dem er wohnen konnte. Wenn man nun all die Anweisungen für die Stiftshütte liest, für die Priesterschaft, für die Anbetung, für die Opfer und all diese Dinge, stellt man fest, dass eine Vielzahl von Bedingungen verstanden und erfüllt werden mussten, damit Gott überhaupt unter seinem Volk wohnen konnte. Es geschieht nicht zufällig oder beiläufig, dass Gott unter uns wohnt. Ihr werdet feststellen, dass der ganze Plan und alle Anweisungen in Bezug auf die Stiftshütte, die Gott im Anschluss daran Mose gab, das vorrangige Ziel verfolgten, dass Gott auf diese Art und Weise unter seinem Volk wohnen konnte. Die Stiftshütte kann nicht so unwichtig sein, denn schließlich beschäftigen sich 16 Kapitel der Bibel fast ausschließlich mit ihr. Und fast alle Gegenstände in der Stiftshütte werden zweimal genannt. Fast jede Maßangabe, fast jeder Gegenstand wird nicht nur einmal spezifiziert, sondern zweimal. Beim ersten Mal gibt Gott die Anweisungen und beim zweiten Mal lesen wir dann, wie die Handwerker diese Anweisungen umsetzten. Es handelt sich dabei um eine ungemein sorgfältige und detaillierte Offenbarung. Das muss etwas Wichtiges sein, sonst würde Gott keine 16 Kapitel der Bibel fast ausschließlich dafür verwenden, zumal ja noch viele andere Passagen direkt oder indirekt auf die Stiftshütte verweisen. Ich werde nun versuchen, euch einen kurzen, knappen Abriss zu geben. Die Stiftshütte birgt viel Symbolik in sich. Das Wichtigste, was ich meiner Meinung nach herausstellen kann, ist die Tatsache, dass sie dreieinig war, also drei Elemente in einem. Und damit spiegelt sie Gott selbst und auch das Wesen des Menschen wider. Die Bibel sagt, Gott hätte den Menschen in seinem Bild geschaffen. Ein dreieiniger Gott, Gott, der einer und doch dreifältig ist, schuf den Menschen, der eins und doch dreifältig ist. Wir lesen in der Bibel, dass der Mensch aus Geist, Seele und Leib besteht. Diese drei Bereiche hängen eng zusammen. Und Gott ist Vater, Sohn und Geist. Nun, es gibt noch viele andere Deutungen der Stiftshütte. Sie zeugt auch von den drei Himmeln. Sie versinnbildlicht Eden, das Land, der Garten, der Berg. Es gibt noch viele andere Anwendungen, wie zum Beispiel die Übertragung auf unseren geistlichen Fortschritt, Jesus der Weg, die Wahrheit und dann das Leben. Ich möchte euch heute Morgen euren Blick für diese gewaltige Offenbarung öffnen. Die Stiftshütte versinnbildlicht den Zugang des Menschen in die Gegenwart des allmächtigen Gottes. Sie zeigt, wie sich die Gegenwart des allmächtigen Gottes herabsenkt, um dem Menschen zu begegnen. Und wir sehen darin ein konkretes Muster, wie sich der Mensch Gott nähert. Ich möchte nun kurz die drei Bereiche der Stiftshütte darstellen und anschließend auf dieses Muster für die Annäherung an Gott zu sprechen kommen, denn genau das ist mein Thema, Vorbereitung auf das Lob Gottes. Gott zeigte mir heute Morgen sehr deutlich,
dass wir keinen dieser Schritte übergehen können, wenn wir Lobpreis und Anbetung bringen wollen, die vor Gott akzeptabel sind. Und obwohl ich dies nicht lehre, damit wir ein Werkzeug an der Hand haben, wie wir etwas von Gott bekommen, glaube ich doch, dass dem, was Gott für uns tun wird, keine Grenzen gesetzt sind, wenn wir uns ihm auf dieser akzeptierten Grundlage mit akzeptablem Lobpreis und Anbetung nähern. Der erste Bereich der Stiftshütte ist der sogenannte Vorhof. Er war rechteckig und 100 Ellen lang und 50 Ellen breit. Eine Elle sind etwa 45 cm, ungefähr die Entfernung zwischen Ellbogen und Fingerspitze. Im Buch der Offenbarung ist von der Elle als Maß eines Engels die Rede. Nun, der Arm eines Engels dürfte von seiner Größe her wohl anders sein als der Arm eines Menschen. Man rechnet in der Regel mit etwa 45 Zentimetern. Der Vorhof war also etwa 45 Meter lang und 22,5 Meter breit. Er war umgeben von einem Leinenvorhang, der zwischen Säulen gespannt war, die auf Erzsockeln ruhten. Der Vorhang war 5 Ellen, also 2,25 Meter hoch. Kein normal großer Mensch konnte hineinschauen. Es gab eine Art von Ausschließlichkeit, man war entweder drinnen oder draußen. Und genau dasselbe gilt bei Gott. Du bist entweder drinnen oder draußen. Entweder hast du mit ihm eine Beziehung oder nicht. Es gibt kein Zwischending. Gott ist nicht der Vater aller Menschen und nicht alle Menschen sind Brüder. Gott ist der Vater derer, die durch Jesus Christus zu ihm kommen. Von Natur aus sind wir alle Kinder des Zorns, nicht Kinder Gottes. Ein Leinenvorhang, und Leinen steht für Reinheit und Gerechtigkeit, trennt den Bereich, der zu Gott gehört und von ihm kontrolliert wird, von dem, der Gott nicht gehört. Jeder, der mir heute Morgen zuhört, befindet sich in einem dieser beiden Bereiche. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Jesus sagte ganz klar, wie er nicht für mich ist, ist gegen mich. Es gibt keine Neutralität. Du kannst nicht halb hier und halb dort sein. Du bist entweder drinnen oder draußen. Du kannst nicht über den Vorhang lugen. Viele Menschen möchten gerne wissen, wie es ist, errettet zu sein, noch bevor sie errettet sind. Du kannst es nur herausfinden, indem du dich erretten lässt. Du kannst nur herausfinden, wie es hinter dem Vorhang ist, indem du hinter den Vorhang gehst. In diesem Vorhof steht die eigentliche Stiftshütte, ein 30 Ellen langes und 10 Ellen breites Zelt, das in zwei Bereiche unterteilt war. Der erste Bereich war das sogenannte Heilige, der zweite Bereich das sogenannte Allerheiligste. Der erste Bereich war 20 Ellen lang und 10 Ellen breit. Der zweite Bereich war logischerweise 10 Ellen lang, 10 Ellen breit und auch noch 10 Ellen hoch und somit ein vollkommener Würfel. Dieser Bereich repräsentiert den Ort der Gemeinschaft und Begegnung zwischen Gott und Mensch. Es ist sehr interessant, wenn man sich diese Maße vor Augen führt. Je näher man Gott kommt, desto enger und schmäler wird alles. Es heißt ja, der Weg ist gerade und schmal. Der Mensch wehrt sich von Natur aus gegen diese Einschränkungen. Aber mit jedem Schritt, den du Gott näher kommst, muss etwas in dir sterben. Der alte Rebell, das alte Ego, das alte Ich, mein Eigenleben, meine Gedanken, meine Einstellungen. Je näher du Gott kommst, desto weniger Platz bleibt für dein Ego. Und deshalb kommen viele Menschen Gott nie sehr nahe. In der gesamten Stiftshütte gab es drei Vorhänge. Der erste bildete den Zugang durch den Leinenvorhang hinein in den Vorhof. Durch den nächsten Vorhang bekam man Zutritt zum Heiligen und der dritte Vorhang schied das Heilige vom Allerheiligsten. Nach dem mosaischen Gesetz für die levitische Priesterschaft durfte nur der hohe Priester das Allerheiligste betreten. Er ging nur einmal im Jahr am Sühnetag dorthin und er ging dorthin, wie die Schrift sagt, nicht ohne Blut. Er trug das Blut des Sündopfers, das er für seine eigenen und die Sünden des Volkes dargebracht hatte, ins Allerheiligste. Er trug dabei ein Kleid, das ganz besonders herrlich und schön war. Am Saum dieses Kleides hingen Granatäpfel und goldene Glöckchen.
Immer abwechselnd ein Granatapfel, ein Glöckchen, ein Granatapfel, ein Glöckchen. Immer, wenn er sich bewegte, schwang der Saum des Kleides hin und her und die Glöckchen klingelten. Das war ausgesprochen wichtig, denn der Stand der ganzen Nation Israel vor Gott hing davon ab, dass Gott den Hohepriester an ihrer Statt annahm, wenn er einmal im Jahr ins Allerheiligste ging. Nur wenn das Opfer annehmbar war und alle Anforderungen Gottes erfüllt waren, konnte der Hohepriester im Allerheiligsten überleben. Und als Zeichen, dass er noch lebte, hörte man die Glöckchen. Jeder Israelit, der Gott fürchtete, achtete darauf, ob er die Glöckchen hörte. Natürlich ist der Hohepriester ein Bild für unseren Herrn Jesus Christus, der nicht in eine von Menschenhand gemachte Stiftshütte ging, sondern in die wahre Stiftshütte im Himmel. Nicht durch den Vorhang, der in der Stiftshütte hing, sondern durch den Vorhang, der sein eigenes Fleisch ist, damit er jetzt für uns in die Gegenwart Gottes tritt. Jeder wahre Gläubige hört in seinem Geist die Glöckchen, die ihm sagen, dass Jesus lebt. Die Tatsache, dass er lebt, bedeutet, dass wir akzeptiert worden sind. Unser Hohepriester ist an unserer Stelle bis hinein in die Gegenwart Gottes vorgedrungen. Wenn du nicht weißt, dass Jesus lebt, dann weißt du auch nicht, dass du von Gott akzeptiert worden bist. Du kannst vor Gott keinerlei Ansprüche geltend machen. Du kannst dich nur auf das Opfer berufen, das von deinem Hohepriester in die Gegenwart Gottes gebracht wurde. Das Ziel von alledem ist das Allerheiligste. Im Neuen Testament in Hebräer 10,19 folgende heißt es: Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns bereitet hat als einen neuen und lebendigen Weg, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Die Bibel lehrt, dass wir im neuen Bund aufgrund dessen, was Jesus an unserer Stelle getan hat, keinen eigenen Stellvertreter mehr brauchen, der in unserem Namen ins Allerheiligste geht. Wir brauchen auch nicht zu warten, bis dieser eine Tag im Jahr gekommen ist, sondern wir haben Freimütigkeit. Wir haben die absolute Autorität, die uns von Gott durch Jesus Christus verliehen wurde, selbst jederzeit ins Allerheiligste hineinzugehen. Wenn du ein geistliches Verständnis hast, dann merkst du, dass dies eine ungeheure Aussage ist. Wenn du das nur so beiläufig registrierst oder für selbstverständlich hinnimmst, hast du keine Vorstellung davon, was Gott dir da sagt, wenn er dir erklärt, dass du die Freimütigkeit hast, das Allerheiligste zu betreten. Wenn du dir all die Vorschriften durchliest, die eingehalten werden mussten, damit der Hohepriester Israels Zugang zu Gott im Allerheiligsten bekam, würdest du zittern und beben, wenn du verstehst, dass Gott dich dorthin einlädt. Dann würdest du mit Sorgfalt, Ehrerbietung und einem Gefühl der Ehrfurcht dorthin gehen. Betrachten wir nun kurz die wichtigsten Gegenstände, die diese schrittweise Annäherung an das Allerheiligste versinnbildlichen. Und das ist auch der Kern dessen, was ich euch heute sagen möchte. Wenn man durch den ersten Vorhang in diesem Leinenvorhang hindurchgeht und den Vorhof betritt, sieht man als allererstes einen großen Bronzealtar, 3 Ellen, also 1,35 Meter hoch, mit einer Grundfläche von 5 mal 5 Ellen, also 2,25 Meter auf 2,25 Meter. Das erste, was man ungefähr so auf Augenhöhe sieht, ist dieser große Bronzealtar, der dir sagt, dass du ein Sünder bist. Er sagt dir, der Sünde Sold ist der Tod. Er sagt dir, dass du keinen Zugang zu Gott hast, wenn dir deine Sünden nicht vergeben sind und dein altes Wesen immer noch in Rebellion verharrt. Der Bronzealtar spricht vom Sündopfer, von der Sühne, vom vergossenen Blut Jesu, ohne dass es keinen Zugang zu Gott gibt. Man kann den Altar nicht umgehen. Dieses große Ding, 2,25 Meter auf 2,25 Meter groß, steht direkt vor dem Zugang. Niemand soll sich da täuschen. Du bekommst erst dann Zugang zu Gott, wenn du akzeptierst und anerkennst,
dass Jesus dein Sündopfer an deiner Stelle starb, dass deine Schuld und Verdammnis auf ihn gelegt wurden. Und noch mehr, dein alter Mensch, der rebellische Adam in dir, starb, als er starb. Unser alter Mensch wurde mit ihm gekreuzigt, damit der Leib der Sünde, das sündhafte Wesen, außer Kraft gesetzt werde und wir ab dann keine Sklaven der Sünde mehr sind. Gott hat die Stiftshütte so konzipiert, dass niemand jemals zu ihm kommen konnte, der die Realität der Sünde, die Strafe für die Sünde und die Tatsache des stellvertretenden Sündopfers nicht anerkannt hat. Und genau so ist es noch heute. Hinter dem Bronzealtar stand ein Becken, das sogenannte Handfass aus Bronze. Ich möchte noch dazu sagen, dass Bronze ein Sinnbild für Gericht ist. Es symbolisiert Gottes eingehende, minutiös genaue Erforschung jedes Bereiches deines Lebens. Es steht für Gericht über allem, was ihm missfällt. Und die ersten Gegenstände, die man im Vorhof erblickt, sind alle aus Bronze. Bronze, Bronze, Bronze. Und all das sagt dir, Gott ist der Richter. Gott sieht dich. Es gibt nichts Verborgenes. Alles liegt bloß und offen vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Und es gibt keine Kreatur, die vor seinen Augen nicht offenbar wäre. Dieses Handfass wurde interessanterweise aus den bronzenen Spiegeln der israelitischen Frauen gemacht. Damals gab es natürlich noch kein Glas und deshalb bestanden die besten Spiegel der damaligen Zeit aus glatter, hochglanzpolierter Bronze. Wie viele von euch Frauen würden zugeben, dass es ein Opfer ist, seinen Spiegel herzugeben? Das gilt übrigens auch für Männer. Gott verlangte dieses Opfer von den Frauen, nicht von den Männern. Sie mussten das opfern, worauf sie sich in Bezug auf ihre äußerliche Schönheit verließen. Dieses Handfass entspricht der Rolle des Wortes Gottes in unserem Leben. In Jakobus 1 heißt es, das Wort Gottes sei ein Spiegel, der dir jedoch nicht dein Äußeres zeigt, sondern offenbart, wie für Gott dein Inneres aussieht. Auch das ist ein ernster Gedanke. Jemand sagte einmal, denk dran, wenn du deine Bibel liest, lies deine Bibel dich. Wie viele von euch haben das gewusst? Ich erinnere mich noch gut, als ich anfing, als Philosoph, als Ungläubiger, als Skeptiker in der Bibel zu lesen. Als ich zu lesen begann, erkannte ich keinen Sinn darin. Es war alles merkwürdig und zusammenhangslos. Es war ermüdend, weit entfernt von mir und verwirrend. Und dennoch konnte ich die Bibel nicht mehr aus der Hand legen, weil ich nämlich beschlossen hatte, sie ganz durchzulesen. Ich sagte immer, kein Buch würde mich jemals in die Knie zwingen. Doch als ich weiter las, geschah etwas in meinem Innersten. Ich war auf einmal etwas weniger selbstzufrieden, etwas weniger selbstsicher, etwas weniger zuversichtlich, dass mein Verstand alle Lebensprobleme analysieren und lösen könnte. Ich fragte mich, ob ich schon alt würde. Ich fragte mich, was auf einmal mit mir los sei, da ich nicht mehr so selbstsicher war wie früher. Allmählich sah ich Derek Prince aus einem anderen Blickwinkel, und das entsprach überhaupt nicht meiner Meinung, die ich über Derek Prince hatte. Es war alles andere als schmeichelhaft. Meine Augen wurden geöffnet und ich durfte ein wenig in diesen Spiegel schauen. Wenn du wiedergeboren wirst, wird dieser Spiegel sehr klar und er zeigt dir, wie es geistlich und moralisch in dir aussieht. Jakobus warnt uns und er sagt, man könne so oder so auf den Spiegel reagieren. Du kannst sagen, das sieht aber schlecht aus und gehst weg und vergisst es und unternimmst gar nichts. Oder du siehst im Spiegel Dinge in deinem Leben, die verändert werden müssen und beginnst augenblicklich dahingehend zu handeln und sie zu ändern. Oder du siehst im Spiegel Dinge in deinem Leben, die verändert werden müssen und beginnst augenblicklich dahingehend zu handeln und sie zu ändern. Wer reagiert wie im ersten Fall, dem nützt der Spiegel gar nichts. Er hätte gar nicht hineinzuschauen brauchen. Der Spiegel bewirkt nur Verdammnis in ihm, weil er sich seiner Fehler bewusst wird, aber nichts dagegen unternimmt.
Bezaleel nahm diese bronzenen Spiegel der israelitischen Frauen, schmolz sie ein und fertigte daraus ein großes Behältnis für reines Wasser. Das ist der zweite Aspekt des Wortes Gottes. Es ist wie klares, reines Wasser. Es wäscht, reinigt und heiligt. Du siehst in den Spiegel und erkennst, dass du nicht sauber bist. Dann wäschst du dich im Handfass und wirst gereinigt. In der Stiftshütte gab es nun die Vorschrift, dass jeder Priester, der vom Bronzealtar in das Zelt und wieder zurückging, jedes Mal, wenn er am Handfass vorbeiging, stehen bleiben und sich Hände und Füße waschen musste. Wenn nicht, würde er sterben. Das zeigt den Platz des Wortes Gottes in unserem Leben. Es ist der Spiegel. Es ist das Mittel zur Reinigung. Jedes Mal, wenn wir daran vorbeigehen, müssen wir stehen bleiben, hineinschauen und uns darin waschen. Wenn wir das nicht tun, sterben wir. Das Wort Gottes ist bei deinem Heil genauso notwendig wie das Blut Jesu. Jesus erlöste die Gemeinde durch sein Blut, auf das er sie anschließend durch die Waschung im Wasser durch das Wort reinige und heilige. Niemand hat ein Recht auf Zugang zu Gott, der nicht erstens durch das Blut erlöst und zweitens durch das Wort geheiligt ist. Davon spricht das Handfass. Wir sind immer noch im Vorhof, wir sind immer noch im Bereich des Physischen, im Bereich des Körpers. Wir sind noch nicht zum Heiligen, zur Seele vorgedrungen, geschweige denn zum Allerheiligsten, zum Geist. Leib, Seele, Geist. Als nächstes gehen wir nun durch den zweiten Vorhang hinein in das Heilige. Dort befinden sich drei Gegenstände. Zur Rechten sehen wir den goldenen Tisch mit den Schaubroten, die vor Gott gestellt wurden, 12 Brotlaibe, die dort einmal in der Woche hingestellt wurden und 7 Tage lang vor Gott blieben. Es war die Aufgabe des Priesters, die alten Brote wegzunehmen und die neuen hinzustellen. Diese Brote heißen auf Hebräisch Lechem Hapanim, Brot des Angesichts Gottes, die Brote, die immer vor dem Angesicht Gottes waren. Gegenüber diesem goldenen Schaubrottisch stand der goldene Leuchter, ein 7-armiger Leuchter, der jedoch keine Kerzen trug, sondern Ölschalen mit Dochten und der das Zelt erhellte. Der 7-armige Leuchter versinnbildlicht unter anderem die mit dem Heiligen Geist erfüllte Gemeinde Jesu, das Licht der Welt. Der Leuchter warf sein Licht einzig und allein auf den Tisch mit den Schaubroten, der für Jesus das Brot des Himmels steht, das in diese Welt kam, um uns Leben zu geben. Wenn wir also dort hineingehen und unsere Augen durch die Offenbarung des Wortes Gottes und die Lehre des Heiligen Geistes geöffnet worden sind, erkennen wir, dass die wahre Funktion der Gemeinde darin besteht, das Licht der Welt zu sein. Und wir haben nur eins, worauf wir unser Licht werfen, nämlich Jesus. Deshalb sind wir das Licht, weil wir das Licht offenbaren. Am Ende des Heiligen, direkt vor dem dritten Vorhang, stand der goldene Räucheraltar. Dieser Altar diente nun nicht zur Opferung, darauf wurde kein Tier getötet. Vielmehr wurde darauf eine sorgsam zubereitete Mischung aus Räucherwerk verbrannt. Wenn der hohe Priester ins Allerheiligste ging, nahm er sowohl das Blut des Opfers mit, das auf dem Bronzealtar im Vorhof getötet worden war, als auch eine Pfanne mit Räucherwerk, das auf dem goldenen Räucheraltar brannte. Der Rauch steht sinnbildlich für Lobpreis und Anbetung. Ihr seht, dass er mit dem Blut des Opfers und mit dem duftenden Rauch der Anbetung und des Lobpreises ins Allerheiligste ging. Ich denke, allmählich verstehen wir, wie man Zugang zu Gott bekommt. Gott sagt uns, dass es keine andere Möglichkeit gibt, Zugang zu bekommen, als durch Blut und Anbetung. Wenn du ohne Anbetung kommst, hast du keinen Zugang zu Gott und kannst nicht zur unmittelbaren Gegenwart Gottes hinzutreten. Im Allerheiligsten selbst gab es nur einen einzigen Gegenstand. Seht ihr, je weiter man hineinkommt, desto mehr konzentriert sich alles auf einen Punkt. Ihr versteht, dass alles auf eins hinausläuft und dass sich alles am Ende verengt
und nur noch einer übrig bleibt, nämlich Gott selbst. Wenn du Gott und noch etwas anderes willst, dann willst du Gott eigentlich gar nicht. Das ist bei den meisten Gläubigen so, sie möchten Gott und dazu noch dieses oder jenes. Gott sagt, ich will, dass du mich um meiner selbst willen willst. Ich möchte, dass du zu mir kommst und nicht zu mir und noch etwas anderem. Dem natürlichen Denken missfällt dies natürlich. In jedem von uns muss etwas sterben, wenn wir in diesen 10x10x10 Ellen großen Würfel eintreten, der die Gegenwart und das Wesen des dreieinigen Gottes repräsentiert. Und dort steht nur ein einziger Gegenstand, die Bundeslade, die immer ein Bild für Jesus Christus ist. Vergesst das nicht, die Bundeslade ist stets ein Sinnbild für Jesus. Im Englischen bezeichnet man sie auch als Arche, und es gibt im Wesentlichen zwei wichtige Archen in der Bibel, die große Arche des Noah und die kleine Arche des Mose. Die große Arche ist du in Christus, die kleine Arche ist Christus in dir. Dem Gläubigen stehen beide Beziehungen offen. Bei der Errettung gehst du in Christus hinein, doch im Leben als Christ lebt Christus in dir. Die kleine Arche, die Bundeslade, war aus Akazienholz gefertigt, ein Bild für das Menschliche, getäfelt mit reinem Gold, ein Bild für das Göttliche. Das ist der fleischgewordene Christus, Mensch und Gott. In der Bundeslade lagen drei Dinge: die Steintafeln mit den 10 Geboten, der Stab Aarons, der zu sprießen begonnen hatte, und ein goldener Krug mit Manna. Auf der Bundeslade lag ein Deckel, und auf dem Deckel befand sich der Gnadenstuhl, der auch Deckplatte genannt wird. Der Gnadenstuhl hatte exakt dieselben Abmessungen wie die Bundeslade selbst. Rund um seinen Rand lief ein goldener Kranz, damit nichts, was darauf lag, herunterfallen konnte, und Jesus sagte ja, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Die Gnade Gottes deckt sich exakt mit der Arche. Mit anderen Worten, nur wenn du in Christus bist, bist du auch unter der Gnade Gottes. Es gibt keinen anderen Ort der Gnade als die Arche, sprich Bundeslade. Der Gnadenstuhl deckt die Bundeslade exakt ab. Auf dem Gnadenstuhl selbst befanden sich zwei einander gegenüberstehende Cherubim aus getriebenem Gold. Ein Cherub ist ein himmlisches Wesen, ein Sinnbild für Anbetung. Das hebräische Wort für Cherub lautet Cheruv. Und es ist wirklich etwas Bemerkenswertes, dass dieses Wort dem modernen hebräischen Wort für Kohlkopf entspricht. Als ich das herausfand, fragte ich mich, wo liegt bloß der Zusammenhang zwischen einem Kohlkopf und einem Cherub? Und ich denke, Gott hat es mir erklärt. Die Blätter des Kohlkopfs erinnern an die Flügel des Cherub und wachsen wie geschwungene Flügel aus dem Strunk heraus. Den Juden vermittelt allein schon ihre Sprache und ihr Hintergrund geistliche Einsichten. Wir Nichtjuden müssen uns dieses Verständnis und diese Einsicht aneignen, die die Juden in der Schrift haben, obwohl sie Jesus Christus nicht kennen. Die beiden Cherubim waren aus getriebenem Gold. Das ist nun kein Sinnbild für göttliches Wesen, sondern für göttliche Handwerkskunst. Sie blickten nach innen und einander direkt ins Gesicht. Ich weiß nicht, ob ihr das annehmt, was ich da sage, aber es heißt in Hesekiel 28, Satan, bevor er Satan wurde und noch Luzifer hieß, sei der gesalbte Cherub gewesen, der den Thron Gottes bedeckte, der Einzige. Und wisst ihr, warum er fiel? Die Bibel sagt es klar und deutlich, weil er auf seine eigene Schönheit und Weisheit stolz wurde. Ich persönlich glaube, wenn ich das mit entsprechender Ehrerbietung so sagen darf, dass Gott es kein zweites Mal riskierte, nur einen Cherub zu haben. Und deshalb waren es seither immer zwei. Sie waren exakt gleich und sie sahen einander an. Und sie wussten eins ganz genau, es gab immer den anderen, der genauso schön war wie sie selbst. Ihre Flügel waren über den Gnadenstuhl ausgebreitet und trafen sich genau in der Mitte über dem Zentrum des Gnadenstuhls. Sie stehen auch noch für zwei andere Dinge. Sie versinnbildlichen Gemeinschaft von Angesicht zu Angesicht und sie versinnbildlichen Anbetung. Die geschwungenen Flügel und die geneigte Körperhaltung sind ein Sinnbild für Anbetung.
Auf diesem Gnadenstuhl und vor der Bundeslade versprengte der Hohepriester am Sühnetag das Blut des Sündopfers. Als das Blut auf dem Gnadenstuhl gesprengt wurde und die Räucherpfanne hin und her geschwenkt wurde und die Wolke mit duftendem Rauch das Allerheiligste erfüllte, manifestierte sich der wunderbarste Höhepunkt der Beziehung Israels mit Gott. Im Allerheiligsten gab es keine natürliche Lichtquelle. Im Vorhof schien tagsüber die Sonne und nachts der Mond. Im Heiligen kam das Licht vom Leuchter. Weil das Allerheiligste jedoch mit 4 Lagen Stoff abgedeckt war, war es darin völlig finster. Doch dann wurde es von der Gegenwart des allmächtigen Gottes erhellt, der sich zwischen den Flügeln der Cherubim und über dem auf dem Gnadenstuhl versprengten Blut offenbarte. Diese herrliche goldene Wolke erfüllte das Allerheiligste, und es wurde von der Gegenwart selbst, von der Gegenwart Gottes selbst erhellt. Und das ist die Einladung, die Gott an jeden ausspricht, der an Jesus Christus glaubt. Er sagt: Ich werde mich mit dir auf dem Gnadenstuhl und unter den Flügeln der Cherubim treffen und mit dir reden. Das ist unser Endziel. Aber Achtung, viele Christen gelangen nie dorthin, weil sie sich ablenken lassen. Es braucht einen Vorbereitungsprozess, um dorthin zu gelangen. Wenn du erkennst, auf welches Ziel du zugehst, da wirst du sicherlich anerkennen, dass es nur vernünftig ist, sich hierauf vorzubereiten. Ich glaube, Gott gab mir heute den Auftrag, euch Folgendes zu sagen: Wenn ihr ihn preisen und anbeten wollt und die Räucherpfanne vor ihm schwenken wollt und wenn ihr in seine Gegenwart kommen wollt, dann lädt er euch dazu ein, aber denkt an die vorbereitenden Schritte. Als erstes geht ihr durch den Leinenvorhang, der eine Trennlinie darstellt zwischen denen, die Volk Gottes sind, und denen, die nicht Volk Gottes sind. Draußen ist es unrein, das sind die Hunde, wie die Bibel sagt. Jesus bezeichnete die Frau aus Syrophönizien als Hund, nicht weil er sie verachtete, nicht weil er sie beschimpfen wollte, sondern weil sie keine Bündnisbeziehung mit Gott hatte und unrein, entfremdet und abgeschnitten war. Wie demütig diese Frau doch war, sie hat nicht mit ihm lange debattiert, sondern sie sagte: Herr, es stimmt, ich bin ein Hund, das Brot steht mir nicht zu, aber ich bitte ja auch nur um eine Krume. Kein Wunder, dass Jesus sagte: Frau, dein Glaube ist groß. Sie sagte: Wozu brauche ich einen Leib, um einen Dämon aus meiner Tochter auszutreiben? Das schafft auch eine Krume. Jesus sagte: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Bevor du beginnst, dich zu nähern, musst du erkennen und anerkennen, dass du ein Hund bist, dass du unrein bist und dass du draußen bist. Tritt ein durch den Leinenvorhang und du stehst vor dem großen Bronzealtar. Diesem Altar, der dir sagt, dass dich Sünde von Gott entfremdet. Niemand, der unrein ist, der rebellisch ist und keine Vergebung erlangt hat, kann sich dem allmächtigen Gott nähern. Du akzeptierst das Opfer Jesu zur Vergebung deiner vergangenen Sünden, zur Reinigung deines Wesens von der Sünde und zum Tod deines alten rebellischen Wesens in dir. Dann gehst du vorbei am Bronzealtar zum Handfass, jenem Symbol des Wortes. Zunächst als Spiegel, der dir zeigt, wie du bist, und dann als Reinigungsmittel, das dich von jedem Fleck und jeder Runzel reinigt. Jesus kehrt zurück zu einer Gemeinde ohne Flecken und Runzeln, die herrlich und heilig ist durch die heiligende Waschung im Wasserbad des Wortes. Ich habe das Vorrecht, in vielen verschiedenen Ländern der Welt herumzureisen und zu dienen, und ich war an vielen Orten, in denen der Geist Gottes ausgegossen wurde und wirkte und wo die Geistesgaben praktiziert wurden, aber ich war nur an wenigen Orten, an denen Gott echte, reine, gesalbte Anbetung und Lobpreis dargebracht wurden. An vielen Orten, wo sich Menschen treffen und Gott preisen und Geistesgaben praktizieren, manifestieren sich gleichzeitig auch dämonische Mächte. Ich bin davon überzeugt, dass reine Anbetung nur von jenen kommen kann, die im Wasserbad des Wortes gewaschen sind. Die regelmäßige Reinigung durch das Wort versetzt dich in die Lage, Gott eine Anbetung darzubringen, die sich von der eines Christen unterscheidet,
der nur mal am Sonntagmorgen kommt oder einfach nur einen Segen haben will oder der einfach sein Problem gelöst haben möchte. Nun, nichtsdestoweniger bist du immer noch im Vorhof. Doch dann trittst du ein in das Heilige. Dort siehst du den siebenarmigen Leuchter. Das Licht der Offenbarung, die Wahrheit des Wortes Gottes, erleuchtet deine Seele und dein Denken durch die Aktivität des Heiligen Geistes und offenbart Jesus das Brot des Himmels. Aber das ist erst das Heilige. Es ist großartig, bereits im Heiligen zu sein, aber es geht noch einen Schritt weiter hinein zum Ort der direkten persönlichen Gemeinschaft und Offenbarung. Ich glaube, dass im Allerheiligsten drei Dinge geschehen: Anbetung, Gemeinschaft und Offenbarung. Es gibt ein Bindeglied zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten, nämlich den goldenen Räucheraltar. Im Hebräerbrief heißt es, der goldene Räucheraltar gehöre zum Allerheiligsten, doch in 2. Mose lesen wir, dass er eigentlich im Heiligen stand. Die Passage, der Durchgang, der das Heilige mit dem Allerheiligsten, die Seele mit dem Geist verbindet, ist der goldene Altar, Lobpreis, der zur Anbetung wird. Kennt ihr den Unterschied zwischen Lobpreis und Anbetung? In den meisten sogenannten Anbetungsgottesdiensten gibt es gar keine Anbetung, sondern allenfalls ein gewisses Maß an geregeltem Lobpreis. Der goldene Räucheraltar ist ein Sinnbild dafür, dass die Seele Gott preist und dann als nächster Schritt der Geist Gott anbetet. Jesus sagte, die wahren Anbeter beten Gott nicht in der Seele an, sondern im Geist und in der Wahrheit. Wenn du auf diese Weise mit geistlicher Anbetung zu Gott kommst, trittst du ein in die Gemeinschaft mit Gott. Durch Anbetung und Gemeinschaft bekommst du Offenbarung. Und du musst sehr, sehr genau darauf achten, welche Art Offenbarung du bekommst. Denn es gibt auch die seelische Imitation einer wahren geistlichen Offenbarung. Viele Menschen leben so. Die Offenbarung des Geistes bekommst du nur, wenn du durch Anbetung und Gemeinschaft in die Offenbarung hineinkommst. Abschließend werfen wir noch einen kurzen Blick auf die drei Gegenstände in der Bundeslade. Der Stab Aarons, der zu sprießen begonnen hatte, der Krug mit Manna, und die zwei Steintafeln. Als die Bundeslade in den Tempel Salomos getragen wurde, was meinem Verständnis nach den Übergang vom Zeitalter der Gemeinde zum Zeitalter der verherrlichten Gemeinde im tausendjährigen Reich symbolisiert, nahm man den Krug mit Manna und den Stab heraus. In der Bundeslade verblieben nur die Steintafeln. Für mich symbolisieren die Steintafeln das ins Herz des Gläubigen geschriebene Gesetz Gottes. Gott sagte, er werde einen neuen Bund schließen, indem er seine Gesetze in unser Herz und in unser Denken schreiben würde. Das Sinnbild hierfür ist wiederum Jesus, der sagt, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, dass ich deinen Willen tue, denn dein Gesetz ist in mein Herz geschrieben. Die Bundeslade mit den Steintafeln, die niemals herausgenommen wurden. Das ist ein Symbol für Jesus, den Sohn Gottes, der gekommen ist, um, mit dem Gesetz Gottes ins Herz geschrieben, den Willen Gottes zu tun. Und wenn du und ich dorthin ins Allerheiligste kommen, kommen wir an den Ort, an dem uns Gottes Gesetz ins Herz geschrieben wird. Ich glaube, dass das Verständnis des heiligen, unverletzbaren und unveränderlichen Gesetzes Gottes in der Tat Anbetung fördert. Anbetung ist die Reaktion des Menschen auf die Heiligkeit und auf das Gesetz Gottes. Das ins Herz geschriebene Gesetz ist, als Funktion des Geistes betrachtet, das Gewissen, das Bewusstsein der heiligen, unveränderlichen Anforderungen Gottes. Nur wenn wir auf diesem Weg gehen, treten wir in echte Gemeinschaft mit Gott ein, die durch den Krug mit Manna und die Flügel der Cherubim, die sich über dem Gnadenstuhl treffen, veranschaulicht wird. In dieser Gemeinschaft werden wir Gottes teilhaftig oder, man könnte auch sagen, werden wir des verborgenen Mannas teilhaftig.
Denn Jesus sagt in den Sendschreiben an die Gemeinden, ich werde euch von dem verborgenen Manna geben, dem Manna in der Bundeslade im Allerheiligsten. Der Stab mit seinen Knospen schließlich versinnbildlicht Offenbarung von Gott. Aus der Offenbarung heraus erwächst Autorität, denn der Stab ist ja ein Bild für Autorität. Noch ein abschließender Satz. Wenn wir in das Allerheiligste eintreten, dann durch Lobpreis, der weitergeht zur Anbetung, die das Gesetz, die Heiligkeit und das unwandelbare Wesen Gottes anerkennt, das keine Kompromisse mit der Sünde oder mit dem Bösen eingehen kann. Anbetung ist im Grunde die Reaktion auf die Heiligkeit Gottes und deren Anerkennung. Vom Hebräischen und Griechischen her ist Anbetung nichts, was aus dem Mund kommt, sondern eine Haltung, sich verneigen, sich beugen. Lobpreis kommt aus dem Mund, doch Anbetung ist eine Haltung. In der Gegenwart Gottes beugen wir uns vor seiner Heiligkeit. Indem wir uns vor ihm beugen, treten wir in die Gemeinschaft mit ihm ein und werden seiner teilhaftig. Indem wir seiner teilhaftig werden, empfangen wir von ihm übernatürliche Offenbarung. Von den 12 Stäben, die vor Gott ausgelegt wurden, begann einer über Nacht zu treiben und Knospen zu bilden. Es war der Stab jenes Mannes, den Gott auserwählt hatte. Es ist ein Zeichen göttlicher Billigung und Bestätigung. Du wirst dadurch mit der Autorität Gottes autorisiert, damit du dich hinstellen und sagen kannst, so spricht der Herr. Auf dem Weg ins Allerheiligste kann man keinen dieser vorbereitenden Schritte auslassen. Den Bronzealtar, das Handfass aus Bronze, den siebenarmigen Leuchter, den Tisch mit den Schaubroten, den Räucheraltar, das Blut, das Räucherwerk, den Gnadenstuhl, die Cherubim und dann das, was die Hebräer als Shekina-Herrlichkeit bezeichnen, die Herrlichkeit des persönlich anwesenden Gottes.